Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe Online. Heute mit einer Bewegungssteuerung Challenge und auch mit dem lieben Retro Basti. Hallo. Hallöchen, Basti, wie geht es dir denn so? Mir geht's prima. Jetzt, wo wir hier zusammen zocken, kann es mir nur prima gehen. Ja, natürlich zocke ich mich mit dir für die Klicks. Na klar, sowieso nur das. Ja, mal Und schauen. Ich glaube, du hast ja die Bewegungssteuerung auch reingemacht, ne? jawohl. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir uns hier einstellen werden, ne? Schauen wir mal, ob meine Monitore das Spiel überleben, wenn der Controller nicht durch die Gegend fliegt. Ja gut, hoffen wir mal, dass es deinen Controllern weiterhin gut geht. Ja, ist jetzt auch eine Umstellung. Also die Steuerung ist definitiv anders. Aber ich würde sagen, die geht voll fit, ne? Also die funktioniert gut. Auch wenn sie gewöhnungsbedürftig sein mag. Das auf jeden Fall. Oha, oh Gott, jetzt fahre ich in den Dreck rein. So, welcher Platz bist du denn? Du bist halt, wer spielst du überhaupt? Der rote Yoshi, wie immer. Der rote Yoshi. Ach da. Okay, den habe ich gerade nicht auf der Karte gesehen. Das heißt, du bist, was bist du? Fünfter, sechster? Fünfter, vierter. Aua. Nein. Ein Stachi. Och Mann. Aua, eine Bombe. Hey. Nicht im Let's Play Markus-Style, bitteschön. Bomben! Ey, aber. Ja gut, Anfang lief's gut für mich und jetzt. Ja gut, Sechster. Kann man drüber reden, streiten. Besser als 12, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon sehr interessant, diese Steuerung. Ist sehr interessant, aber ich muss sagen. Ich komme recht gut klar, würde ich mal behaupten. Also ich werde weiterhin ohne spielen, das ist klar für mich, aber sie geht fit. Ja, die geht klar. Da habe ich dich gerade mal überholt, wenn das okay ist. In Ordnung. Er sagt auch noch in Ordnung. Damit komme ich klar. So. Dann ist nur noch der Knochen trocken vor mir, den ich ja selbst gespielt habe gestern in im Offline-Let's Play, falls du es gesehen hast. Okay. Ja, aber hey, fünfter Platz, du bist auch nicht so schlecht. Na, sag ich doch, sag ich doch. Langsam wird's, Langsam wird's. Ja gut, wir langsam hatten ja auch ein paar Testrunden, ne? wird's. Ja, zwangsweise hat ja nie funktioniert, weil ja ständig die Lobby voll war und ich die ganze Zeit alleine gefahren bin. Ja. So. Ja gut, also liebes Spiel, du könntest dann auch mal, du könntest mal loslegen mit der Auslosung, ne? Hallo? Du hast ja Ach Auslosungen jetzt. gemacht zu deinem Mario und Rabbids, ne? Richtig? Und ist ja auch bei dem Spiel aufgefallen, dass die Ladezeiten furchtbar sind. Ja, Also ist mir aufgefallen. dachte so, okay, oh, so lange Ladezeiten, das muss doch heutzutage nicht sein. Ja gut, aber ist trotzdem ein geiles Spiel, oder? Auf jeden Fall, genauso wie Mario Kart 8. Also, ich denke, dass ich kein Let's Play zu Mario Rabbids machen werde, weil das für mich ungeeignet ist als Let's Play, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich freue mich schon sehr auf dein Let's Play. Ja, ich bin da fertig dabei und es gibt ja vier Hauptwelten und die will ich zumindest Let's Playen am Grundspiel, dass das erstmal im Kasten ist und dann vielleicht mal so die ein oder andere Challenge. Allerdings habe ich das Problem, dass ja eigentlich kaum einer dieses Spiel hat.
wenn man auf die guten Gänger fällt, der hat es ja auch. Ach, der Roman hat es auch, stimmt. Genau, der hat es auch. Dann müssen wir da mal schauen. Er hat ja auch die Collector's Edition. Ja, das weiß ich. Das hat er mir erzählt. Genau. Und, ja, aber es wird jetzt halt kein Hauptprojekt. Es soll ja was, es soll ja nur ein Brückenprojekt sein. Mhm. Oh, auf Odyssey bin ich aber übelst gehypt. Wobei Odyssey nicht als Livestream kommen wird, wie geplant. Also das nicht, weil ich es schwer realisieren kann. Weil du wärst ja dann immer ganz gerne dabei, das weiß ich ja. Ja, auf jeden Fall. Ich komme aber kein Stück weiter, wenn ich immer nur alle zwei Wochen streame. Da weiß ich noch nicht mal, ob ich die Zeit habe. Also wird es leider nur ein Let's Play. Verstehe ich, verstehe ich. Da ist auch flexibler und was steht denn bei dir so an in der nächsten Zeit? Hast du schon Pläne? Ja, in der nächsten Zeit, also wenn Mario 64 DS beendet ist, möchte ich ja ganz gern mal, habe ich dir glaube auch schon erzählt, eine Mario 3D Land Challenge machen. Nämlich werde ich einfach mal das Spiel spielen ohne Items, abgesehen von der Propellerbox. Ja, bis zum ersten Tod oder bis zum ersten Game Over, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ja, danach wahrscheinlich New Super Mario Bros. 2 als Let's Play. Ja. Na, apropos New Super Mario Bros. 2, da überlege ich zum Beispiel auch eine Challenge zu machen, nämlich die No-Coin Challenge. Jo, wahrscheinlich in diesem Spiel, wo es vor Münzen strömt. Kann man machen, auf jeden Fall. Es wird sehr interessant. Vor allem kurz wahrscheinlich. Ja, das glaube ich dann natürlich auch. Ja. Ach ja, und Leute, wenn ihr auch mal gerne in einem Part dabei sein wollt, dann dürft ihr mich gerne auf der Switch adden. Mein privater Freundescode und auch mein YouTube-Freundescode, mit dem ich gerade aufnehme, steht beides in der Kanalbeschreibung. Ja, und dann müsst ihr eigentlich auch noch auf meinen Discord-Server kommen, dass ja, man da einfach was ausmachen kann und ganz gemütlich im Voice-Chat dann aufnehmen kann, so wie Basti und ich jetzt hier. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal dabei sein würdet, auf jeden Fall. Na, und es ist immer ein Heidenspaß. Das macht Spaß, einfach mit dir mal so zu zocken und einfach mal so über dieses und jenes zu quatschen. Schon eine tolle Sache. Das auf jeden Fall. Oder auch ab und zu eine Challenge, wie wir beide gerade. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir den guten Manu jetzt auch auf wit.me finden. Ja, genau, auf wit.me könnt ihr mich jetzt auch finden. Mal schauen. Wahrscheinlich werde ich auch noch mal ein Ankündigungsvideo dazu machen. Oder ich werde es vielleicht in der Beschreibung verlinken. Mal schauen. Aber, ja. Mal schauen, was ich da machen werde. Ein Account habe ich schon erstellt. Ich habe auch zwei Abonnenten, glaube ich schon. Nämlich dich und Dorsten. Aber das war es dann auch bisher. Ach, das kommt mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit. Ach, bestimmt. Schauen wir mal, ob Bitme sich überhaupt durchsetzen kann. Aber wir sind natürlich recht. Wenn die jetzt alle zu Bitme abhauen, dann haben wir umso mehr Luft auf YouTube. Genau. Und dann werden wir so groß wie PewDiePie. Ja, genau. Und verdienen keine Ahnung wie viel Geld im Jahr, aber bestimmt viel. Yay. Ja was, ich hab nichts gegen Geld. Wer hat das schon? Ich meine, ich möchte auch gerne mir jedes Mal das neueste Spiel kaufen können. Einfach so. Das wäre cool. Ja gut, ich hatte ja das große Glück, dass mir meine Tante und mein Onkel nochmal einfach so 20 Euro geschenkt haben. Ne, 10 Euro waren's. Und meine Uroma hat mir auch nochmal
20 € auch einfach so gegeben. Dann hatte ich 30 € beisammen. Dann hatte ich noch 20 € auf meinem Bankkonto. Dann wäre ich bei 50. Und 10 € hat mir noch mein Stiefvater dazu gezahlt. Und dann konnte ich mir Mario Rabbids ganz gemütlich kaufen. Ja, wenn man so tolle Verwandte hat, dann ist das schon toll, würde ich mal behaupten. Aber was ich irgendwie lustig finde, kann es sein, dass du immer auf zufällig drückst? Kannst du dich nicht entscheiden? Ich lasse mich immer gerne überraschen. Ach so. Und für mich ist es auch jeden Monat eine Überraschung, wenn ich auf mein Bankkonto gucke, wenn Zahltag ist. Aber das ist eine andere Sache. Aber dann ist das, glaube ich, auch schon das letzte Rennen für diesen Part. Ich würde sagen, ich habe mich bisher ganz gut geschlagen, trotz Bewegungssteuerung. Ja, es geht. Du hast dich auch nicht schlecht geschlagen, aber man muss ja auch sagen, die Bewegungssteuerung, sie funktioniert gut. Sehr präzise, ja. Sehr präzise, das stimmt. Oje, da hat mich ein roter Yoshi überholt. Na, das wollen wir doch mal schnell ändern. Ich mache jetzt hier einen auf Cosmic und dann geht's los. So. So, Da habe ich dich schon wieder überholt. sowas sagt man natürlich. Ach, wieso? Ich kann Cosmic auch nicht mehr leiden, seit ich das mitgekriegt habe. Tja, es wird auch immer weniger. Aber ist okay. Ja gut, du hast mir ja auch ein paar Screenshots geschickt, wo ich dann gesehen habe, was da los war. Und ich kann dich verstehen. Auf alle Fälle. Ich kann dich sehr gut verstehen. Aber wie gesagt, ich habe es dir auch bloß mitgeschickt, weil du ja mit befreundet warst, was Cosmic angeht. Ja. Und das war halt wichtig, dass auch du darüber Bescheid weißt, was er abgezogen hat. Ja, das Weil ist natürlich klar. du warst ja mit involviert in der ganzen Sache. Ja. Aber das Thema, das lassen wir am besten mal. Ja, das hat sich jetzt erledigt mit ihm und ja. Genau. Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Genau. Ich meine, ich hab dich, du hast mich. Ist doch toll. Wir sind zwei wie Sahne und Erdbeere. Zwei mit Sahne und Erdbeere. Ja, ich bin die Sahne, weil gegen Erdbeere bin ich allergisch. Ja, das wundert mich auch nicht. Ja. Aber es ist lustig. Mittlerweile merkt man sich das so ein bisschen. Ja, gut, aber mit meinen Allergien einfach. Dann weiß ich wenigstens, was ich koche. Nudeln, Sahne und Schnitzel. Ja. Ja gut, aber ich bin ja auch so eingestellt, was meine Krankheiten angeht, einfach das Beste draus machen. Ich meine, weinen bringt sowieso nichts. Also einfach leben und ja. Das Leben geht weiter und du hast noch das ganze Leben vor dir. Ja, zumindest den größten Teil. Naja, meins ist schon zur Hälfte rum. Na toll. Und bald wirst du noch älter. Ja, du kannst auch zufrieden mit dir sein. Ja, Leute, aber dann würde ich sagen, war's das von diesem Part Mario Kart 8 Deluxe Online. Wenn ihr den Part aktiv bis zum Schluss verfolgt habt, dürft ihr gerne Hashtag Bewegungssteuerung in die Kommentare schreiben. Aber ja, dann würde ich sagen, schaut doch mal beim Bassi vorbei oder bei mir auf Vidme. Und dann danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.